sind wir wieder bei Start auf die Karte mit der Fuba und der Schnorrer. Guten Tag. Ja, moin. So, erstmal noch ein paar Ressourcen klatschen, denn grüßt dich noch die andere Karre. Meine kleine Karre. Kriegt aber leider nur ein leichtes Upgrade. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ein Upgrade ist ein Upgrade. So, Material soll ich reinhauen, ja? Nein, kann ich nicht machen. Wieso nicht? Ich brauch dafür, oder du hast es noch im Schrank, 15, was ist denn jetzt passiert? 15 Teile eines Schaltkreises brauche ich dafür. Oh, vor Schreck musste ich. Oh je. Ist ja ekelhaft. Oh. So, was für Dinger? 15 Teile eines Schaltkreises, ich habe 10 nur. Wo finde ich denn die? Das zweite von rechts. Schaltkreis ist doch das hier, ja? Beta, Teil des Schaltkreises. Wie viel brauchst du denn noch? 15. Too much to carry for long. Das ist schön. Was du alles hast, ey. Ja. 46 habe ich noch. Ich habe auch bei mir im Schrank 62 solchen Proben. Ja toll, bau mal eine. Ja, ja, genau. Genau so ein Ding ist das. So, bin mal gespannt. Auto verbessern. Zack. Oh, denn. Ja, Lisa kann auf jeden Fall die Veränderung. Was, hast du schon ausgerüstet? Jo. Ah, jetzt noch mal warten können, bis ich da bin. Das hast du versehen. Macht einfach nur einen Blitz und dann ist er dran. Ja, aber wie es denn aussieht, Mensch. Krass. Ja, vor allen Dingen, guck mal hier mit den Spikes vorne an der Seite. Dann können die mir nicht mehr so viel auf den Sack gehen. Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Lol. Nice. Gut, reiben wir nochmal hin jetzt. Wo müssen wir hin? Warte mal noch kurz. 2 Kilometer. Wo müssen mein Auto so voll? Mit Tank? Das sieht doch nicht. Das ist komplett voll? Vielleicht durch die Aufwertung, dass es dann gleich voll getankt wird automatisch? Keine Ahnung. Alter, der hat doch einen anderen Auspuff, glaube ich. Der hat andere Reifen. Der fährt jetzt auch besser. Der riecht nicht mehr so extrem aus. Na, ist er vielleicht jetzt auch langsamer dann? Nee, der gibt richtig Vollgas. Der hat hier richtig Sportdings und breite Reifen und so. So, das ist jetzt eine richtige fette Hütte, ist das hier. Links. Du bist schon vorbei. Ne, rechts. Wenn wir du mal schon vorfährst. Ja, ja. Ja, jetzt habe ich ja so einen eine richtige Heizerkiste. Also jetzt fährt die sich nochmal angenehmer. Vorher war ja so wirklich extrem, dass die mal ausgebrochen ist. Lull. Aber sind ja schon gleich da, ja? Am Anfang kommt denn die Map immer so riesig vorher. Na gut, mit Autos geht's immer, aber zu Fuß wäre schon wieder was anderes. Na gut, ich glaube, wir haben aber noch keine Map zu Fuß komplett gemacht, ne? Ne. Wäre aber eigentlich auch mal eine Idee, ja. Oh, hier steht ein Zombie, ich kill den. Can we work a trade? Oh, was haben die denn? Tragbare Generatorschrauben? You first, amigo. Medikamente. War's das schon, oder? Nö, wir nehmen den jetzt mit und sollen die Highway-Fahrer zerstören. Angucken.
Nee, was gucken, was mit dem passiert ist. Okay. Der Tod oder Gegner? Ich tippe auf Tod. Ja. Vielleicht gerade nicht so wirklich in die Gruppe bringen. Wahrscheinlich wird dann ein Zettel mit eure Koordinaten, ja, wo wir dann hin müssen. Dann musst du wieder 15 Mal in welche Zettel. Die du zwar lesen kannst, ich aber nicht. Sieht echt ein bisschen böse aus hier. Oh! Der Eck ist Scheiße! Mit gleiche Bissen, ey. Schon zwei blaue Sachen jetzt. Maybe there's a use for this. Hier ist eine Leiche. So, ich hab diesmal fünf Dinger zum Durchsuchen. Nicht schlecht. Nice. Just tell them where you are. 12G-Patronen. Nice, nice, nice. Siehst du, du durchsuchst und er beschützt uns. Ist das nicht toll? Hier in dem kleinen Bad ist noch ein blauer Spiegel. Ja, zwei Dinger habe ich noch. Hier ist noch eine blaue Waffenkiste. Ja, da ist ja nichts drin. Und diesen Zettel, das findest ja nur du, ne? Uch, so. So, seltsame Notiz. Einmal ins Audio. Und was steht da auf der Notiz? Zack. Koordinaten für einen Versammlungspunkt. Das Auto aufrüsten hat. Weißt du, was der Nachteil ist von dem Aufrüsten? Also kleinerer Kofferraum vermutlich mal. Richtig. Weil er hat ja oben das vom Dach runter weggenommen. Also nur 6 oder was? Ja. Das ist natürlich doof, ja. Time to move on. Oh, hier. Pistole, Muni, Schrauben. Diese Armbrustbolzen brauchen wir ja nicht mehr, ne? Nö. Schrauben habe ich im Kofferraum. Oh, hier ein Zettel. No room for that. Schade. Seltsame Notiz. Ja, ich bin dann eigentlich full. Also richtig full. Du hast ja noch ein bisschen Platz, ja? So. Ja, können wir gleich noch kurz eine Nebenmission um die Ecke machen? Das bevor wir die Hauptmission weitermachen? Und dann müssen wir ja eh schon wieder fast ausleihen. Bei deiner Markierung? Jo. Ups. Das wird jetzt dringend. Was nicht mehr so gut geht, ist halt wirklich dieses ganz scharfe in die Probe gehen. Wo du dich eigentlich gefühlt 15 Mal im Kreis drehst. Oh, sie braucht Hilfe. Lass mal rein. Was kommt er denn da von der Seite? So, haben wir schon alle weg? Oh, hier sind noch ganz viele. Das
Sie hat hier noch ein Problem. Thank you. Like, seriously. Thanks. Gut, ey. I'd like to trade. Lass mal handeln. Materialressourcen nehme ich mal. So. War alles weggeschubbt hier. About bloody time. Und jetzt kriegt bei mir nichts mehr rein. Ich hab dir gerade nicht zugehört. Ich hab da jetzt Molotovs noch gekauft und Schrauben und. Deswegen lachst du so? Hä? Und deswegen lachst du so? Ja, weil jetzt mein Zeug einfach voll ist. I can find a use for this. Und ich alles, was hier noch zu looten ist, nicht mitnehmen kann. Was so? Versteckte Zivilmuni. Oh, mein Auto hast du auch schon voll geklatscht. Ist alles voll, ja. Ne, da habe ich aber nur Schrauben und sowas reingepackt. Allerdings und sowas. Taschentuchpackung, Schrauben, ganz wichtig. Tüte mit Snack, ganz wichtig. Ja, ich weiß ja nicht, ob du das brauchst. Ich würde das fast nie. Da, was ist mit der Zivilmunition, die da liegt? Auf dem Boden, die sie da hingelegt hat. Die hat da Munition in den Licht. I feel better with more backup. Wo ist da Munition? Rechts. Hier. Ja, und wie soll ich das jetzt mitnehmen? Ja, weiß ich nicht. Ist ja das ein Ressourcenrucksack oder? Jo. Da müssen deine scheiß Kartoffelchips sich. Müssen wir hier nochmal mit einem anderen Fahrzeug herkommen? Ne, ich schmeiß deine Chips raus. Ich hab hier noch nicht mal alles durchsucht, ey. So, hier habe ich auch noch mal Muni drin. 5,56er. Was ist ein bequemer Stuhl? Brauchst du sowas als Anleitung? Nee, nee. Nö. So, und wo muss hier noch ein... ein Container sein? Und wo ist hier wieder ein Zombie? Nicht mehr. Du hast ja auch überall noch gelbes Zeug, ja. Ja, was soll ich machen? Ich finde mein letztes Teil nicht. Ups. Ach, da draußen. Ah, siehste, wichtige Schrauben. So, die habe ich mal bei dir reingeschmissen. Hin? So, Hauptquest weiter. Yeah. Die schaffen wir jetzt in einer Minute machen wir doch den. Ja. Freak hinter dir. Hi, could you guys spare anyone for a while? Remember that place we cleared out together? So, Hauptquest bedeutet zurück in die Basis oder was? Nein. Fährst du zufälligerweise nicht mehr, ne? No. Oh, ein Koloss. Warum nicht? Denk dran, denke. Könntest du mal drüber fahren? Hier ist einer. Danke. Hier ist noch einer. Danke. Das ist abgeschlossen. Okay. Aufgabe schon erfüllt, ja. Ja. Und eine Errungenschaft. Hätte mich nur erinnern müssen. Da hab ich ja. Appelsturm. Got some
up to trade. Anybody interested? Fliege, yeah. Na klar, das geht wieder nicht, ey. Zaun ist natürlich wieder bestimmt. So. Now what? Jetzt mach's, lass sie kaputt machen. Hey! Hä? Listen, you be safe out there. Labert sie da jetzt? Oder? Ach nee, wir suchen hier. Ja. Check that off the list. So. Ein Zettel, das ist ja aber interessant. Das ist ja komisch. Also, dass hier jetzt ein Zettel liegt. Was steht da drauf? Die potenzielle Ziele, eins war dieser Highway-Fahrer und die Basis, wo wir den Typen gerade abgeholt haben. And this last target. Oh shit, that's my place. Hostile survivors attacking the base. Crap. Come on, we're out of here. Wir werden attacked oder was? Nein, die. Achso. Da müssen wir jetzt schnell hin. Die sind da wahrscheinlich schon tot. Das glaube ich nicht. Ja, ja, ja. Hier aber auch Strecken auszusuchen. Ja. Ist hier die Tankstelle, ja? Ja. Oh, Gegner sind hier. Schießt er auf mich? Oh, wo kommst du denn her? Sie leben noch hier. Den hier drinnen musst du, glaube ich, der ist verletzt. Den musst du dir jetzt schnappen. Ja, hier. Nee, das ist ein Zombie. Ich sehe keinen weiter. So. Ist der gleich zum Zombie geworden? Der hatte vorher noch Verdrohte auf dem Kopf. Oh, oh, Koloss kommt. Ja. War kaputt, oder? Ich habe aber keine richtig starken Waffe dabei. Ich habe gar keine Waffe dabei. Nein. Aber am geilsten finde ich, dass die. Alter, der ist bei mir voll am Boden. Alter, guckt der mal seinen Kopf an, ey. Was, nimm leichte Bolzen? Hast du noch? Hast du alle eingesammelt? Ja, na, die hab ich doch auch verballert. Ach, du hast die geballert. Ich dachte, ja. Die wollte schon sagen, guck mal, die treffen sogar einen Kopf. Oben waren ja im Auto, ne? Ja, ganz viele. So. Haben wir hier alles jetzt, oder? Ich muss die durchsuchen. Okay. Zeig Adam die Notiz. Man, we paid a big price to keep those assholes out of here. A murderous group of bandits plans on moving into our town. It's up to us to lead the defense. Good to see your ugly mug. Ooh. Get in here. So, jetzt kommen wir nach Hause. Ja. Und die kommen jetzt zu uns, oder was? Naja, Leute, wie immer alle. Klar, da müssen wir wahrscheinlich nächstes Mal alle Enklaven abgammeln, fragen, wer mitmacht, wer nicht. Ja, ja. Eine ist wieder böse. Ja gut, die haben wir ja schon weg.
ein paar People platt machen und dann war's das. Dann müssten wir im Prinzip nächstes Mal eigentlich durch sein. Das kann vermutlich sein, ja. So. Jetzt bringen wir Zeug weg und dann. Jo. Pause. Achso, siehst du, ich hab gar nicht das Hause markiert, zack. Achso, ich dachte, das ist zu Hause. Ja, ich auch erst. Dachte, oh, so weit ist das ja nicht. Sieht das hier jetzt Straße richtig? Ich fahre da einfach mal hin. Also, ups. War ja schon vorbei. Was war schon vorbei? Die Straße. Ja, wo fahre ich denn hier gegen? Klack, 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 klack. Also, seitdem ich hier diese Zeug drauf habe, fahre ich ja jetzt wirklich gefühlt überall gegen. Sagst du, der das Auto schon zum Explodieren gebracht hat? Ja, aber das musst du dir wirklich angucken. Das war ja. Gefühlt bin ich eigentlich rückwärts gefahren und dann fing das erst an zu brennen. Also von der Wand weg eigentlich. Aber wir sind ja schon zu Hause. Oh, guck mal, wieder 50 Einfluss bekommen, nur weil ich einen mit der Tür platt mache. Das war doch bestimmt der Kreischer, oder? Nee, war kein Kreischer. Ach so, ich bin ja voll. So, ich bin noch nicht ganz voll. So, ich habe ja hier noch so ein Ressourcending drauf. Warte mal, schnell. Material? Baumaterial kann rennen. Okay. Auch wenn wir nichts mehr bauen? Wieso bauen wir nichts mehr? Na, weiß ich nicht. Wenn wir eh bald durch sind. Ich werde auf jeden Fall weitermachen. Ich werde die beiden Karten noch solo weiterspielen. Ach so. Ja, aber wie. Was wie. Also, wir hätten auch theoretisch schon mal eine mit noch weiterspielen können, oder? Hä? Ja, wenn die. Also, wenn wir von der Story her durch sind, ist doch. Die Map beendet und du wurdest doch aufgefordert, die zu ändern, oder nicht? Ja, naja, und wenn noch zwei andere Maps da sind, dann spiele ich die halt noch. So. Ach, ja, stimmt, man nimmt ja alles mit. So meintest du das. So. Gut, dann bin ich ready. Also fertig. Ich hab noch was. Die wichtigen Taschentücher natürlich. Für die Männer. Mann. Gut dann. Nice day, huh? Alter, wird Zeit, dass man sich aufhaltet. Gut dann. Bist du fertig? Ja, ich bin fertig mit dir, ey. Gut, dann Spitze, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles macht er kaputt.